Was geht hier ab? Wo? Bei mir hier, der fightet gegen eine Wache. Der das ist NPCs? Nee. Ja, der hat wahrscheinlich einen angegriffen gehabt oder so. So, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Zusammen mit dem Game to Play. Und dem Berli, dem Spinni. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Jo, wir sind. Seht ihr, keine Veränderung, aber wir haben ein bisschen was verändert. Und zwar haben wir jetzt einen neuen Waffenskin. Können wir ja mal kurz zeigen. Ich habe jetzt so einen coolen Ultrabogen. So einen Skin geholt. Sieht gleich besser aus als der vorige. Der vorige war zwar auch schon cool, aber. Ich euch einmal kurz so zeigen. Schnell. Wann ist jetzt? Ich will jetzt aussehen, so. Auf U, glaube ich, war das. Genau, das ist wirklich Grabdus. Ja, man toastet hier, genau. Waffenstil. So, auf den Bogen gehen. Und da ist der. So sieht denn der Bogen aus, ja. Richtig nice. Das ist ein Paket gewesen mit, wie heißt das? Schirix Paket oder irgendwie so. Das kann man sich im Kronenshop für 2500 Kronen kaufen. Wir kriegen ja durch ESO Plus Mitgliedschaft kriegen wir ja immer ein bisschen Kronen dazu, jeden Monat. Taschengeld. Genau. Und da können wir uns dann immer was Schönes leisten. Da können wir euch dann auch wieder zeigen. Ist auch toll. Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? In der letzten Folge waren wir in dieser Rathöhle. Ist ja jetzt auch schon mal daher. Und ja, da haben wir die paar Vampire besiegt. Und haben dann halt nach der Höhle dann aufgehört, ne? So war es genau. Ja, wir sind jetzt immer noch in dem Goldstrand, wo wir die Assassinen haben. Und hier ist gerade so eine Frau vor uns gelaufen. Bera Morschmied. Und die könnten wir eigentlich als Quest annehmen, oder, Game? Ich hab die nicht. Hä? Das haben wir schon letztes Mal das Problem gehabt, dass hier irgendwelche Leute sind, die du hast, die ich nicht hab und andersrum. Genau, stimmt. Okay. Dann können wir ja mal gucken, wir waren ja hier in genau diese Rothaarhöhle und wollten eigentlich, wo wollten wir hin? Wir wollten, glaube ich, zur anderen großen Stadt nach Quatsch machen. Genau. Dann würde ich sagen, auf geht's, soweit. Was geht hier ab? Wo? Bei mir hier, der fightet gegen eine Wache. Der das ist NPCs? Nee. Ja, der hat wahrscheinlich einen angegriffen gehabt oder so. Das kann sein, ja. Das wird mich jetzt richtig abfacken, ey. Okay, er ist tot. Jawohl, warte mal, ich kann hier mal. Mann, er hat sich wegteleportiert. Oh, schade. Vielleicht hätte man wiederbeleben können oder so. Ja, also wir gehen noch weiter hier auf Erkundungstour. Wie gesagt, das ist ja diese Erweiterung. Ne, DLC ist die, oder? DLC, ne? Ja. Was war denn das? Aber wir sind wieder gut vorbereitet, ne? Wie heißt denn das nochmal? Ich weiß es nicht, nur dass hier eine Truhe ist, die will ich haben. Pass auf, da steht ein Troll. Ja. Und ein Löwe sind hier. Ein paar Löwen sind hier. Hier, aber. Ich kann ja mal gerade gucken, wie das war. Dark Brotherhood, oder? War's ja, genau. Dark Brotherhood? Dark Brotherhood war das? Nee, war nicht. Dark Brotherhood ist. Nee, Dark Brotherhood ist Assassin's Creed, oder? Nein. Nee, Dark Brotherhood ist nicht Assassin's Creed. Ah, stimmt. Das heißt Dark Brotherhood, habe ich gerade geschaut, ja. Kriegen wir neue Fähigkeiten für die Assassinen? Dann gibt es ja diese Assassinen-Gilde. Und die neue. Ja, wir müssen erstmal da rein. Der Goldstrand. Genau, wir müssen ja erstmal gucken, dass wir irgendwo eintritt. Und zwar schaffen können. Zu den Assassinen. Wenn man das DLC, glaube ich, noch kauft, kriegt man so einen neuen. Ah, wie heißt es denn? Das ist eine Animation, wie man steht, ne? Ja, die haben wir doch schon. Ja, genau. Womit wir mit dem Messer spielen. In der letzten Folge haben wir es ja schon gezeigt, genau. Prachtlederfetzen. Geil. Oh, ein Wölfchen.
Oh, Eisstaub ist echt nice, ne? Du kannst echt die Viecher mit einfrieren. Die sind wahrscheinlich ganz effektiv gegen Frostschaden, würde ich mal sagen. Na, guck mal, hier ist noch einer. Schätze ich mal. Schade, dass du das nicht siehst, da was die. Oh, hier ist noch eine Schmugglerschütze. Ja, ich gehe erstmal zum Schrein hier. Eine Schmugglerschütze. Ja. Okay. Was sollst du denn so machen? Ja, der war aber gleich down. Hier ist noch einer. Schmuggler hin. Ja, hier ist schon wieder so ein Gewölbe. Haben wir. Ach, da. Wollen wir da rein? Oder wollen wir nach Quatsch? Ja, guck mal, Quatsch ist eh nicht mehr weit weg. Wenn wir da vielleicht noch irgendwie so eine Quest kriegen? Vielleicht müssen wir da so rein. Ja. Na gut, dann gehen wir nach Quatsch. Ich würde aber gerne die schnell aufdecken. Garlas. Yep. Garlas Agea heißt. Jo. Guck mal, Alter, was ist das für eine Tower ist hier oben? Oha. Der mag mich nicht mehr. Minotaurus? Ja, von mir. Oh, nice. Und der ist auch. Oh, guck mal, ihn kann ich zum Beispiel nicht einfrieren. Nee. Junge Vater. Wow, der hat ja gar nichts bei. Ein bisschen Geld halt. Enttäuscht. Ein bisschen enttäuscht schon. Da unten ist nochmal einer mit Minotaur und Schamane. Warte mal, ich habe aber gerade hier irgendwo, hier oben ist noch ein Wegpunkt. Wieder hochlaufen. Ja, den habe ich schon. Ah, okay. Alter, was ist das denn für ein Zauber? Deshalb warst du so langsam. Hab ich schon gewundert, wo bleibst du denn? Also vor dem Minotaurenschammer müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Die hatte gerade einen mega Zauber, ey. Das war echt, zwei Zauber kamen da, da dachte ich mir, Alter. Und natürlich Feuerzauber, ne? Ja, das ist bestimmt hier die Ulti. Willkommen in meinem. Okay, hier können wir bloß kaufen. Aber warte mal, hier kann man nicht gleich meine Rüstung reparieren. Ah. Ein Beitrag. Na, eine Eibe. So. Bist du noch unten bei dem Minotauren, oder? Nee, ich bin schon ein bisschen weiter. Okay. Siehst du mich auf der Karte? Nee, leider nicht. Ich sehe dich auch gar nicht. Ach, guck mal, wir sind gar nicht in der Gruppe. Ah, ja, ich hab dir aber vorher einen Freundschaft. Ach, hast du nicht angenommen wahrscheinlich. Guck mal, Frage. Doch, eigentlich habe ich F gedrückt, aber irgendwie hat es wahrscheinlich nicht funktioniert. Ist egal. Wir treffen uns da bei der Ruine, bei dem Statuen-Typi. Ganz schnell dich auf Freunde und dann gehe ich bloß rechtsklick und dich in Gruppe einladen. Hast du schon eine Einladung bekommen? Ja! Oh, bist du gleich hier. Oha. Alter, die haben echt voll die rechte Ulti. So Feuer-Ulti, ne? Normalerweise kann er noch so Armageddon beschwören und so. Hat er jetzt gerade nicht gemacht. Deshalb, und wenn da mehrere auf einen Haufen sind, ey. Ah, die sind schon heftig dann, ne? Ja. Ja, die Mentoren darfst du so nicht unterschätzen. Das sind schon kräftige Viecher. Wolfies kommt. Wolfies kommt. Wolfies. Entschuldigung. Ah. Kam mir gerade ein Hüsterchen. Komm vor. Ich bin jetzt nicht mal gespannt, was Quatsch so ist. Vielleicht ist da ja die Gilde. Ja. Natürlich. Wie, was ist das denn? Gildenquesten. Stinkmorchel. Was? Das ist eine Stinkmorchel gewesen. Oh, nehme ich mal mit. Ey, wollen wir zum Endgegner? Da ist ein, so ein Totenkopf auf unserer Karte. Lass die mal platt machen, wir sind doch Killer. Wir sind doch krass. Tribunentorheit. Okay, ist bestimmt so eine Art Weltenboss wieder. Ist da unten rechts, glaube ich, oder? Nee. Das ist. Spitzt. Ja, das ist hier oben. Oha.
Da haben wir uns jetzt was vorgenommen. Ja, mal schauen. Passiert mal was. Bisschen Action, Action. Minotaurus? Nee, das ist er nicht. Boah, Junge. Boah. Raserei macht er. Boah, der hat mich voll getroffen. Mann. So, der soll hier irgendwo sein. Ja, ich vermute mal. Ich hab's noch nicht freigeschaltet, muss ich wahrscheinlich ganz runterlaufen. Nee, wir sind hier. Oh, Minotaur-Schamane. Ah, wir müssen hier rein, Tribunentor halt. Hier müssen wir rein. Okay. Na, no, es geht ja so groß, ist das nicht. Das ist halt der Boss ist halt übelst. Wahrscheinlich ist halt wieder so ein Weltenboss. Wahrscheinlich wieder bloß zu 18 kaputt machen kannst oder so. Ja, bestimmt Minotaurus oder so. Oh, aha. Der Kampf ist schon. Oh, schnell rein. Unterstützung kommt, Jungs. Oh, der ist fast tot, der ist fast tot. Na, dann packen wir. Jetzt sind wir da auf. Aufpassen, da kriegen die Steine fliegen. Oha. Oha. Macht übelst Damage. Oh, ich bin tot. Alter, da bin ich umgerannt. Nein, lass die leben. Lass die leben. Nein, lass die leben. Er lebt noch, er lebt noch. Oh, er kommt zu mir. Ich bin doch tot. Ich bin doch tot. Ich bin doch tot. Er lebt heilig, noch. Heilig. Er lebt. Jetzt ist er tot. Okay, nee, ich krieg aber noch Loot. Okay. 8.500 Erfahrung. Ich hab 85.900 bekommen. Wie viel? 80.900. 85.000. Erfahrung. Hm? Ja, bist du Champion Level 81 schon? Ja, ich hab mir schon so ein Dings genommen, Alter. Ich hab mir, was hab ich mir genommen? Ich hab mir noch diese 50%ige Rolle genommen. Ah, okay. Hast du vorher noch eingeschmissen, oder? Ja, genau. Das hab ich nicht genommen. Er hat mich mit einem Mal überrannt, ne? Sofort tot. Aber gut, ich hatte ja auch schon Schaden wegen diesem Stein. Ich dachte mir so, komm, der ist nicht so krass. Voll weggenatzt. Und ich habe ein Rezept bekommen. Gürtel der Assassinenbundes. Habe ich irgendwie so einen Handwerksstil bekommen. Nice. Ich hab eigentlich nichts Besonderes bekommen. Was habe ich bekommen? Ich habe einen Kyras bekommen. Ein Kyras? Geil, ich habe eine Haube bekommen. Kyras, was hast denn du? Ist das von Mori Haus, das ist von Minotauron. Ist auch schwer, ne? Ja. Hm. Das ist ein Set von Haut von Mori Haus. Na ja, genau, das habe ich auch. Das ist gar nicht so schlecht. Aber schwere Rüstung kann ich ja nicht anziehen. Das macht meine ganzen Stats, meine Ausdauer runter, Ausdauerregeneration und Waffentreffer runter. Ja. Und das ist aber immens. Natürlich mit schwarzen, mit der schweren Rüstung bist du halt nicht so agil wie mit einer leichten oder mit einer mittleren. Hm. Ja, und das passt ja auch gar nicht zu unserer Klasse. Deswegen, ja. Als Krieger wäre es. Aber das war echt Glück, ne? Das war echt Glück, dass wir da gerade reinkamen. Ja. Wenn er noch gelebt hat. Das ist hier Fame. Okay. Stirb! Stirb! Schmeißt du schwarze Magie auf den, oder? Ja, das ist ein D-Draht zwischen. Achso, so ein D-Draht. So, warte mal, jetzt müssen wir gucken, ein bisschen Quatsch. Quatsch ist da oben. Quatschi, Quatschi, Quatsch. Quasi da hochlaufen, genau. Oh, überall ist hier Eibe. Sommerkäfer. Okay. Ah, die können doch nichts. Die können nichts. Aua! Vorsicht, Donnerkäfer kommt. Ja. Kleine Party. Ja. Oha. Mahagoni-Stab des Schocks. Nice. Ja, hat sich gelohnt. Ich hab einen neuen Stab.
aber der Herr ist vom falschen Set. Das ist eigentlich KG. Beziehungsweise gar kein Set. Damit verpasse ich so einen Fahrer hier, wie sagt man? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Die Perks verpassen, ja. Oder? Kriegst du denn ja nicht mehr die passenden Perks dazu? Genau. Die Stats. Verrückt mir. Boah, manchmal fehlen mir echt die Worte, dabei sind das so eine Kinkerlitzchen-Worte. Sind wir richtig? Ja, sind wir. Aber wir sind Gegner. Quatsch. Ach, Quatsch. Echt? Ordenkampfwinker. Ordenklingenträger. Wir sind Wegpunkt. Tatsache, die sind alle gegen uns. Warum? Vielleicht gehört es noch zur Quest oder so. Diese Story-Quest, weißt du, wenn man die besiegt, dass dann das hier friedlich ist. Das kann schon sein. Aber wie die Story-Quest. Ich wollte gerade sagen, wie schalten wir die Story-Quest vor? Oh, ich habe Quatsch gehasst in Oblivion, weißt du warum? Weil ich immer diesen Eingang gesucht habe, wo man in den Berg hochlaufen kann. Weg. Also ich bin immer um diesen ganzen Berg rumgelaufen und habe nie so wirklich gefunden, wo es da hochgeht. Ich wollte halt auch immer abkürzen. Meistens habe ich, also ich habe den Weg schon auf der Karte gesehen, aber meistens kam ich immer von der Richtung, wo ich einmal komplett rumgemusst hätte. Und da hatte ich dann keinen Bock drauf gehabt. Ah, hier ist Wache, also hier sind sie friedlich. Vielleicht ist hier wirklich die Story. Das wäre natürlich nice, wenn wir jetzt hier die Story finden. Dann können wir auch gleich in den nächsten Part anfangen. Wegschreien freischalten, genau. So, was gibt's hier denn? Verzauberungstisch. Ja, Kapitän Schwarz, bla 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 bla. Dank sei den Göttlichen für tapfere Seelen wie euch. Ja, schauen wir uns mal gute Dinge an, ne? Ich kenn's nur kaputt. Aber da vorne haben wir schon die erste Quest. Ja, die sehe ich auch. Oh, die müsste glaube hier drin sein. Die Kirche sieht mega aus. Wollen wir kurz in die Kirche rein? Ich muss einfach mal gucken. Ich will gucken, ob es genauso aussieht. Und hier ist eine Notiz. Große Kathedrale geschlossen. Jetzt hör mal auf, ey. Ist echt geschlossen? Stimmt, das war ja... Jetzt erinnere ich mich an Quatsch. Quatsch ist ja diese eine... Wo am die von Dedra angegriffen wird, ne? Genau, wo du das erste Mal durch dieses Tor durchläufst. Deshalb, da ist ja alles kaputt, ne? Ja, genau. Und dieser Teil hier, beziehungsweise The Elder Scrolls Online, spielt auf jeden Fall vor der Zeit von Oblivion, denke ich. Oder sie haben die hier wieder aufgebaut. Oder sie sind gerade dabei, die zu bauen. Das kann natürlich auch sein, weil hier steht ein Gerüst. Oder sie bauen die wieder auf, wie gesagt. Das werden wir auf jeden Fall rausfinden. Ja, das kann schon sein, ne? So, warte, was ist denn das für eine? Clear Freak. Jo, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen hier in die Wirtschaft rein. Da ist gleich hier unsere erste Quest. Quatsch. Es muss einen Weg geben, sie zu überzeugen. Und ich würde sagen, dann beenden wir an hier der Stelle meinen Part und beginnen dann mit deinem Part in der nächsten Folge. Genau hier an der Stelle. Ich hab's aber heute nicht so. So. Jetzt. Und fangen in der nächsten Folge an hier mit dieser Quest. Mit Larissa, die Gerissene. Ich denke mal, die wird wahrscheinlich so für uns bürgen, dass wir dann wahrscheinlich in Assassinen-Gilde reinkommen. Natürlich auf jeden Fall. Das wird so geil, ich freue mich voll, ey. Das wird gut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, gell? Schaut auf jeden Fall beim Game vorbei. Da geht's dann weiter. Bis dahin, haut rein, macht's gut und einen schönen Tag noch. Tschüssi. Ciao.